So verstörende Gesänge sind jetzt das eine. Es gibt dann aber auch noch Situationen, da sitze ich vor dem Fernseher und frage mich, was genau ist da jetzt gerade passiert? Nashörner können bis zu... Entschuldigung. Was war da los? So, und Sie müssen mal, wir müssen uns den Ausschnitt, diesen Ausschnitt nochmal zusammen angucken. Und zwar, wir gehen schon da rein und sie hat sehr angstgeweitete Augen. Das ist so... Und das ist so... So, und wenn Sie das... Jetzt gucken wir, wir müssen uns den Ausschnitt nochmal angucken. Lass den Ausschnitt, zeig mir nochmal. Nashörner können bis zu... Und ich habe das... Hat da irgendein Proktologe seinen Job gemacht? Nach dem Motto, wo war er mit der Hand? Und hat er dann gesagt, husten Sie mal. Ja? Hat sich Sascha Grammel in der Puppe vertan? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da habe ich auch noch was Schönes. Im ZDF gab es eine interessante Expertin. Da gibt es, gab es, wird es vielleicht auch wieder geben, eine Frau, die mit Tieren sprechen kann. Hier muss ich sagen, ja, kann ich auch, nur die Drecksviecher antworten halt nicht. So, und deshalb hat sie aber noch ein zusätzliches Talent. Also, was ich tue, ist, ich spreche mit Pferden. Also, auf telepathischem Wege. Das ist immer ziemlich unglaublich für die Leute. Und das bedeutet, dass ich von hier aus telefonieren kann mit einem Menschen in Deutschland. Und ich brauche nur ein Foto von seinem Pferd und kann dann darüber Kontakt gedanklich mit dem Pferd aufnehmen und kann dem alle Fragen stellen, die der Mensch hat. Und das Pferd antwortet mir in allen Sinnen, die ich mir vorstellen kann. Also es zeigt mir vielleicht Bilder, Filmszenen, Gerüche, Geschmäcker, Emotionen, wie sich sein Körper anfühlt, wenn die zum Beispiel krank sind und keiner mehr weiter weiß oder so. Ich habe das Gefühl, sie will mir einen vom Pferd erzählen. Hör mal, das ist doch die nächste Stufe des Enkeltricks, oder? Und wenn ich sehe, wie die ihr Geld verdienen, denke ich, was habe ich alles falsch gemacht in meinem Leben? Weißt du, brauchst den Leuten nur zu erzählen, ja, ich kann mit Pferden. Gib mir mal das Telefon. Und da frage ich mich auch, was hat Murat getan, dass er einsitzen muss und sie noch frei rumlaufen darf? Das ist der Skandal, meine Damen und Herren. Friedi Murat packt die rein. Und da hat sie auch noch gesagt, was hat sie gesagt, was hat sie erzählt? Sie kann irgendwie, Pferde zeigen ihr Filmszenen. Damit sie die beste, weil wir kennen ja alle die Pferde, wenn sie ins Kino gehen, sind ja Cineasten. Und was für Filmszenen zeigen die Pferde ihr dann? Ist es dann sowas hier? Hey, you can't park that animal over there. It's illegal. Ja, oder vielleicht, wenn das Pferd, wenn das Pferd Stress hat, dann gibt es natürlich den Ausschnitt. Komm, Tom, gib nicht auf! Ich gebe auch nicht auf! Niemals! Oh Gott! Bitte! Galant gesurft, ey! Ja, vom einen Thema zum nächsten. Und bei Germany's Next Topmodel fragen wir uns natürlich alle, wer wird die Nachfolgerin von... ...der anderen. Und wir haben jetzt hier schon mal für Sie weltexklusiv die Zusammenfassung der kompletten nächsten Staffel. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Oh, das ist jetzt aufregend. Das ist aufregend. Und was uns sonst in dieser Woche noch alles erwartet, das erfahren Sie jetzt hier in unserer Wochenvorschau. Hier sind die Top-Events der Woche. Los geht's bereits morgen mit dem Wiener Opernball. Ein Traditionsevent fürs Auge. Bis alle so gut tanzen konnten, musste natürlich fleißig geübt werden. Manchmal keine leichte Sache. Ich kann nicht. Siehst du, ich kann überhaupt nichts. Alles scheiße. Auch nicht für den Partner. Wir müssen doch sowieso auch ins Studio. Für den perfekten Auftritt muss natürlich auch die Optik stimmen. Gerade die Nervosität vor dem Auftritt ist nicht zu unterschätzen. Du musst einfach jetzt nur noch Gas geben, Junge. Ja. Nur noch Gas geben. Oh, verstehst du das? Heute Abend eine super Show hinlegen,
Und das muss einfach geil werden. Ebenfalls morgen startet die Berlinale, unser deutsches Hollywood. Das Who is Who auf dem roten Teppich ist vor allem für Fans ein Highlight. Der Treffpunkt der Allerschönsten. Also seitdem ich neu aussehe, sagen mir alle, Wahnsinn, du siehst so toll aus und früher sahst du so scheiße aus. Schade, dass nicht alle da sind. Ihre Frau ist heute nicht mitgekommen, leider. Was, warum ist das so? Bitte? Die internationale Presse trifft wieder auf die ganze Herzlichkeit der Hauptstadt. Keru, Achoras Idöpont, Vogelolaschro. Grund für den diesjährigen Mega-Hype, der deutsche Super-Blockbuster im Westen nichts Neues, der 9-mal für den Oscar nominiert ist. Ein super Film. Kurze Zusammenfassung für die, die ihn nicht kennen. Das hier ist der Westen und das hier ist nichts Neues. Aufgepasst! Hallo, hier, zuhören! Die Oscar-Nominierungen sind natürlich kein Zufall. Deutschland hat die tiefgründigsten Schauspieler. Ich finde, also erstmal, Hegel hat gesagt, die Eule der Minerva schaut im Abendflug zurück. Was für eine blöde Sau. Und natürlich haben die deutschen Schauspieler alle eine fundierte Ausbildung genossen. Und so freuen wir uns dieses Jahr auf Liebesfilme. Willst du vielleicht noch mit hochkommen? Bumsen? Gerne. Genauso wie Actionfilme. Für die Jury eine schwierige Aufgabe. Sie muss klar und schnell entscheiden. Ich bin ganz schnell. Ganz schnell. Immer zu. Auch im Kopf. Das Wichtigste ist natürlich die goldene Regel des Filmemachens. Wenn man den Film hat, hat man den Film. Wenn man es nicht gemacht hat, dann hat man es einfach nicht. Und als Letztes noch das hier. Der Karneval startet. Die Jecken sind schon in den Startlöchern. Von klein bis groß. Ich freue mich einfach, wie schön, wenn ihr da seid. Ja, finde ich auch. Und vor allem freue ich mich auf die tollen Verkleidungen. Zum Beispiel Männer als Frauen, als Scheichs oder als Bodybuilder. Was bist du? Ich bin lustig gruselig, weißt du? Ganz ehrlich, nein. Und vor allem freue ich mich auf die Mega-Karnevalssitzungen. Sagte meine Frau zu mir, Schatz, jetzt bist du mit 70 im richtigen Bumsalter. Jedes Mal, wenn du ins Bett kommst, bums, bist du eingeschlafen. Bumsen, verstehst du? Da muss man einfach mitmachen. Pass auf, ins Rheinland brauchen sie dieses Jahr nicht so kommen. Der Karneval findet nämlich in Katar statt. Blöfst du nicht? Und wenn sie saufen wollen ohne Karneval, dann empfehlen wir ihnen einen Abstecher nach England. Da gibt's gerade die besten Kneipenspiele. Das war's. Tschüss. Werbung, gleich sehen wir Dönerman, eine Menge heiße Muttis und Manni Ludolf und meine Superbowl-Party. Also, dran da!